Winterreifenpflicht. Mein Name ist Dr. Wjaczeslaw Gentler und ich bin Partner der Kraus-Gentler-Rowinski Anwaltskanzlei. Wenn der Winter Einzug hält, sinken die Temperaturen und der erste Schnee fällt. Die Kinder freuen sich auf Schneeballschlachten und auf Schlittenfahren. Die Autofahrer dagegen haben im Winter mit Eis und Schnee zu kämpfen. Das Unfallrisiko steigt im Winter erheblich. Die Autofahrer sind daher verpflichtet, ihr Fahrzeug den Wetterbedingungen anzupassen. Und dazu gehört auch der Wechsel von den Sommerreifen zu den Winterreifen. Seit 2018 müssen die Winterreifen ein Alpine-Zeichen haben. Das Alpine-Zeichen zeigt einen Berg mit einer Schneeflocke. Die bis 2018 vorgeschriebene M+S-Kennzeichnung hat heute keine Gültigkeit mehr. Allerdings gilt, wer vor 2018 diese Reifen gekauft hat, darf sie bis 2024 nutzen. Auch Allwetterreifen, also auch Ganzjahresreifen genannt, dürfen im Winter benutzt werden, wenn sie dieses alpine Zeichen haben. Aber wann muss man die Winterreifen spätestens einsetzen? Viele Autofahrer gehen hier nach der Regel O bis O, also Oktober bis Ostern. Aber dieser Zeitraum ist nicht gesetzlich festgelegt. Entscheidend sind letztlich die Wetterverhältnisse. Je nach Fahrzeugtyp gelten unterschiedliche Regelungen bezüglich der Winterreifenpflicht. Die Winterreifen bei den LKWs, die weniger als 3,5 Tonnen wiegen, müssen wie bei den PKWs vorne und hinten angebracht sein. Bei den LKWs, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen, müssen sie einmal an den Antriebsachsen und auch an den Lenkachsen angebracht sein. Die Profiltiefe muss ebenfalls mindestens 1,6 mm betragen, wobei eine Empfehlung von 6 bis 8 mm gilt. Neben der Profiltiefe ist der Reifendruck auch sehr wichtig, denn ein zu niedriger Reifendruck verschlechtert deutlich die Fahreigenschaften eines Autos. Gerade im Winter ist es daher sehr, sehr wichtig, den Reifendruck regelmäßig zu kontrollieren. Einige Fahrzeugtypen sind von der Winterreifenpflicht befreit. Erstaunlicherweise sind das gerade die Motorräder. Die müssen im Winter nicht zwingend Winterreifen nutzen. Davon würde ich aber allerdings dringend abraten. Von der Winterreifenpflicht sind jedenfalls die Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft und auch Anhänger ausgenommen. Aber welche Strafen drohen nun, wenn man gegen die Winterreifenpflicht verstößt? Wird gegen die Winterreifenpflicht verstoßen, droht dem Fahrer, aber auch dem Halter ein Bußgeld. Es gibt also ein doppeltes Bußgeld. Allerdings nur dann, wenn der Halter und der Fahrer zwei unterschiedliche Personen sind. Das Bußgeld beträgt 60 Euro für den Fahrer und 75 Euro für den Halter. Und dazu gibt es noch jeweils einen Punkt in Flensburg. Das Bußgeld kann auf bis zu 120 Euro erhöht werden, wenn es zu einer Gefährdung oder zu einem Unfall kommt. Neben dem Bußgeld und den Punkten in Flensburg kann es allerdings auch noch zu anderen Problemen kommen, wenn man im Winter mit den Sommerreifen fährt. Denn kommt es zu einem Unfall, stellt sich die Frage, ob die Versicherung die Schäden, die entstanden sind, auch bezahlt. Denn viele Versicherungen sehen in diesem Verhalten grobe Fahrlässigkeit. In diesen Fällen kürzen die Versicherungen ihre Leistungen. Übrigens, im Sommer dürfen sie rechtlich mit den Winterreifen fahren. Allerdings verschlechtern sich die Fahreigenschaften des Autos im Sommer. Denn die Winterreifen haben etwas längeren Bremsweg und verschleißen umso schneller. Was soll man eigentlich bei einer Reifenpanne im Winter machen? Denn das Ersatzrad ist in der Regel ein Sommerreifen. Und hier gilt, Sie dürfen grundsätzlich den Ersatzreifen nutzen, auch wenn es ein Sommerreifen ist. Danach müssen Sie allerdings sehr vorsichtig fahren und auf die Straßenverhältnisse besonders stark aufpassen. Was gilt eigentlich für die Mietwagen? Und hier ist wichtig, dass jeder, der ein Auto ausleiht, sicherstellt, dass das Fahrzeug auch Winterreifen hat. In der Regel verlangen die Vermieter dafür eine extra Vergütung. Sollte Ihr Fahrzeug keine Winterreifen haben und sollte es dann zu einem Unfall kommen, haften Sie mit für den Unfall. Was gilt eigentlich für die Spike-Reifen? Und zwar gilt in Deutschland grundsätzlich ein Verbot von Spike-Reifen. Denn wenn man diese nutzt, kann es zu einer Beschädigung an der Fahrbahn kommen und sollte kein Schnee liegen, auch zur Verschlechterung der Fahreigenschaften.
Was gilt eigentlich im europäischen Ausland bezüglich der Winterreifen? Und hier sind die Regelungen von Land zu Land sehr unterschiedlich. In Österreich zum Beispiel gilt grundsätzlich eine Winterreifenpflicht. Und zwar im Zeitraum vom November bis April, wenn die Wetterverhältnisse das erfordern. In Österreich gilt auch eine Profiltiefe von 4 mm als zwingend. Das Verkehrsrecht in der Schweiz sieht grundsätzlich keine Winterreifenpflicht vor. Allerdings haftet man als Fahrer, wenn man in einen Unfall verwickelt wird im Winter und die fehlenden Winterreifen mit dafür ursächlich sind. In Frankreich knüpft die Winterreifenpflicht an die Wetterverhältnisse an. Bei Missachtung drohen bis zu 135 Euro Bußgeld und man darf das Auto nicht weiterfahren. In Italien ist die Winterreifenpflicht dagegen nicht einheitlich geregelt. Abhängig von der Region gelten unterschiedliche Regeln. Einige sehen eine generelle Pflicht von Winterreifen vor, andere nicht. Es kann allerdings sogar dazu kommen, dass in einigen Gebieten insgesamt die Nutzung von Kraftfahrzeugen im Winter bei schlechten Verhältnissen verboten wird. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Video informativ fanden. Wenn Sie dazu Fragen haben oder andere Fragen zum Thema Verkehrsrecht haben, dann schauen Sie sich gerne auf unseren Kanälen um oder abonnieren Sie auch unseren Kanal. Vielen Dank!